Die jüngste Spielekonsole auf dem Markt ist eine besondere Spielekonsole, vor allem für Nerds wie mich, denn sie spielt Spiele aus dem Jahr 77. Die Atari 2600 Plus. Wir zeigen euch heute, was ist dabei, wie lässt sich die Konsole auf modernen Fernsehern spielen und am wichtigsten, wie ist der Unterschied zur originalen Konsole. Dabei sind Basisgerät, halt die klassischen Netzkabel, USB auf USB-C und HDMI und eine CX40-Nachbildung des legendären Atari-Joysticks. Also mit dabei ist eine Cartridge mit 10 Games in One. Da ist sowas drauf wie Combat, Dodge M, Maze Quaze oder Missile Command. Noch eine Besonderheit der 10 Games in One Cartridge. Man wählt die Spiele nicht in einem Menü aus wie bei einer modernen Konsole, sondern über kleine Näschen. Die Festplattenfreunde werden sich erinnern. Indem man bestimmte Positionen einstellt. In dieser Position habe ich beispielsweise Missile Command angewählt. Das steckt man dann rein und dann ist das Spiel dann, wird dann geladen. Für meinen Dafürhalten nicht die bekanntesten Spiele, aber der große Vorteil bei der Konsole ist, man kann die alten Spiele spielen. Im Vergleich zu Mini-Konsolen wie Nintendo Mini oder PlayStation 1 ist man nicht auf die vorinstallierten Spiele angewiesen, sondern kann halt die originalen Spiele spielen. Das ganze Retro-Vergnügen gibt es zurzeit für 119 Euro. So, für diejenigen, die noch gar keine Cartridges haben, bietet Atari auch zwei wieder veröffentlichte Spiele an. Und zwar Mr. Jump 1 und Berserk. Jeweils für 19,99. Außerdem gibt es die 4 Games in One Cartridge mit 2 Pedals für Multiplayer-Spiele. Daran sind enthalten Breakout, Cannon Bomber, Night Driver und Video Olympics. Aber wie schlägt sie sich im Vergleich zum Original? Sie wirkt auf den ersten Blick wie eine geschrumpfte 2600-Konsole aus dem Jahr 77. Die Schalter vorne sind auch relativ identisch. Wir haben hier zunächst einen Ausschalter, dann einen Umschalter für Schwarz-Weiß und Farbe. Hier haben wir einen Game Select-Schalter, wo man halt verschiedene Spieloptionen anwählen kann. Und wir haben halt den Reset-Schalter. Es ist genauso wie beim Original, eben auch ein Aus, Farbe, Spielwahl und eben Reset. Auf der Rückseite sieht man vor allem die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Hier ist ein normaler USB-C-Anschluss fürs Netzteil. Hier anstatt USB, wie bei normalen Mini-Konsolen, originale D-Sub-9-Anschlüsse, wie sie damals üblich waren. Hier wiederum was Modernes, ein HDMI-Anschluss. Den gab es damals noch nicht. Diese Schalter hier sind für die Schwierigkeitsgrade. Da konnte man die Schwierigkeitsgrade einstellen. Und das ist hier auch etwas für die moderne. Hier kann man zwischen 4:3, dem alten Format, und 16:9, dem modernen Format, moderner Breitbandbilder, umschalten. Im Vergleich dazu wäre hier der Anschluss für das Netzteil, hier ebenfalls Schwierigkeitsgrade, hier für den Joystick und das ist für die Channels, das ist für den Antennenstecker. Die wichtigste Gemeinsamkeit zwischen beiden Konsolen ist, dass man bei beiden die Originalspiele spielen kann. Man kann sie rausnehmen. Und sie funktionieren genauso, also beim neuen genauso wie beim alten. Wir nehmen jetzt mal die neue Konsole und schauen, wie so ein Spiel von 77 auf modernen Fernsehern läuft. Ja, da wollen wir das Gerät doch mal einschalten. Wir haben aus der 10 Games in One Cartridge haben wir uns für Missile Command entschieden. Es sieht einmal vom Gefühl her relativ grob pixelig aus, aber das ist kein Grafikfehler, sondern das gehört zum Spiel. Das waren die Zeiten damals, das war die PS5 im Jahre 77. Und wir wählen dann mal ein Spiel aus und starten. Ja, mit diesem Puck muss ich diese Art Raketen abwehren. Also bisher bei unseren Tests haben wir irgendwie Latenzen nicht festgestellt. Also der Joystick funktioniert relativ präzise. Ist natürlich mit modernen Geräten nicht zu vergleichen. Also eher schon dem Original nachempfunden, der zwar kultig ist, aber nicht unbedingt ergonomisch. Aber es lässt sich gut damit spielen. Also mein Fazit ist, es ist was für die Gamer der ersten Stunde. Oder für Liebhaber von Pixelgrafik, die wirklich die größtmögliche Originalität haben möchten, aber auf moderne Bildschirme nicht verzichten wollen. Deswegen hat dieses Gerät halt auch die originalen Anschlüsse und keine USB.
damit man auch wirklich dieses Originalgefühl hat, wie es damals gewesen ist. Es ist auch kein Betriebssystem drin, wo man die Spiele auswählen kann, sondern man muss sie selber reinschieben. Und es ist eben was für Leute, die halt damit aufgewachsen sind. Leute, die jetzt vielleicht mit PS2 oder PS3 angefangen haben, für die ist es vielleicht nichts. Meine Frage an euch ist, welche Klassikerkonsole könntet ihr euch als Neuauflage vorstellen? Für mich als Amiga-Nerd gäbe es da nur eine Antwort. Ein Amiga im großen Gehäuse.